Wir haben uns im Zuge der Ausstellung gefragt, was ist eigentlich Bewegungsgeschichte oder was macht Bewegung eigentlich aus? Und zu Bewegung gehören immer einzelne Personen, Aktivistinnen und Menschen, die sich irgendwie engagieren und die auch verschiedene Punkte und Motivationen in ihrem Leben hatten, politisch aktiv zu werden und tatsächlich irgendwie auf die Straße zu gehen oder eine Zeitschrift zu gründen oder auch einfach nur den inneren Impuls zu haben, so dass es reicht. Also diesen Moment, wo sich irgendwie im Denken was verändert und man sich gegen die Zumutungen, mit denen man konfrontiert ist, wehrt. Wir haben einige Personen gefragt, was eigentlich so einer ihrer Snap-Momente war, einer ihrer Momente, wo sich für sie was geändert hat, wo sie irgendwie aktiv wurden. Und ich möchte euch gerne einen Moment davon vorstellen. Und zwar die Geschichte, wie die CSDs eigentlich nach Deutschland kamen, die uns Bernd Geiser erzählt hat. Bernd Geiser, auch ein Aktivist der ersten Stunde sozusagen, ein schwulbewegter Aktivist der ersten Stunde, hat erzählt, dass es eigentlich fast ein Zufall war, dass es die CSDs, also die großen Pride Marches, die Christopher Street Days, die nach der Straße benannt waren, in der Stonewall Inn war. Also die Bar, in der die Stonewall Riots stattgefunden haben. Und diese CSDs kamen in dieser Form erst 10 Jahre nach Stonewall, nämlich 1979 nach Deutschland und nach Berlin. Und das hatte damit zu tun, dass Andreas Parek, ein Freund von ihm, damals in den USA war, diese Paraden gesehen haben, die es in den USA jährlich am Datum der Stonewall Riots gab und so total enthusiastisch mit diesem Gefühl zurückkam und gesagt hat, wir müssen das ja auch machen. Und innerhalb von kurzer Zeit, so ein bisschen vorbei an den Gremien der linken und Homo-Gruppen, wie Bernd Geiser in seinem Interview erzählt hat, damit das irgendwie auch mal passiert und es nicht ewige Debatten gibt, wurde dann der erste CSD in Berlin organisiert, der tatsächlich auch ein ziemlicher Erfolg war. Wir haben auch die Besucherinnen der Ausstellung befragt, ob sie ihre Stonewall-Momente oder wie wir es genannt haben, Snap-Momente mit uns teilen wollen. Wir haben uns mit dem Snap-Konzept auf Sarah Ahmed bezogen, einer feministischen Theoretikerin und Aktivistin, die über das Snap-Konzept vielleicht so einen Moment im Leben von Personen beschreibt, wo sie denken, es reicht, wo sich entweder so ein innerer Widerstand aufbaut, der vielleicht auch schon kleine Vorläufe hat, wo man irgendwelchen Zumutungen ausgesetzt ist. Und dann kommt das so nach außen und explodiert sozusagen. Und wir haben Personen gefragt, die die Ausstellung gesehen haben, ob sie ihre Snap-Momente, ihre persönlichen Snap-Momente mit uns teilen können und waren tatsächlich überwältigt, wie viele Leute das gemacht haben und wie viele unterschiedliche Geschichten wir bekommen haben, die entweder total, manchmal einfach wunderschöne Geschichten sind, manchmal auch sehr traurige Momente darstellen, aber in der Breite war es total schön zu sehen, wie viele Leute das berührt und bewegt hat. Danke, dass Sie mit mir diese Führung durch die Ausstellung Love at First Fight mitgemacht haben, diesmal virtuell, aber wenn das irgendwann möglich ist, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr persönlich wieder vorbeikommt und die Ausstellung anschaut oder auch unsere anderen Ausstellungen besucht. Vielen Dank und einen schönen Tag. Tschüss.